Hallo und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country 3 und ich habe mich gerade gefragt, was macht der Campi da? Aber wir gehen jetzt in den Gipfelgrat, besuchen links die Hütte anscheinend nicht, weil der Campi steuert. Okay, gehen wir hinten links zur Hütte. Jetzt okay, dann darfst du ihn jetzt auch dubben. Oh, ich darf ihn dubben? Was soll ich sagen? Bartas Tauschbörse. Bartas Tauschbörse, oh Gott. Urr. Einen schönen guten Tag, wie geht's, Kongs? Mein Name ist Bata. Ich tausche für mein Leben gerne. Unsere Freunde Funky benimmt sich in letzter Zeit noch merkwürdiger als früher. Er scheint an einer Art supergeilen Projekt zu arbeiten. Ja, sicher ist es nur ein irgendein Schloss. An deiner Stelle würde ich mal in den Spiegel schauen. Spiegel schauen! Spiegel! Spiegel schauen! Ja, Leute, wir haben zwar gerade keinen Spiegel, aber wir könnten uns einen besorgen. Sollen wir? Ja, klar. Haben wir genug Münzen? Ja. Wenn nicht, dann hau ich dich. Wo war das nochmal? Unten. Ganz unten. Ja, genau. Ja, links bei Funky rein. Oder brauchst du noch nicht? Nein. Fahr unten rum. Genau. Und dann gehst du nach links. Okay. Ich mach ja schon. Ach, wie die Muschel haben wir auch nicht. Ich glaube, wir könnten uns jetzt beides holen, ne? Ja, können wir machen. Okay, ja, ich hab's weit gebracht in meinem Leben. Ja, Leute, ihr wisst ja, ne, bei mir Festplatte kann. Ey, was soll das denn? Na, man sieht sich, bye. ja, meine Festplatte hat sich ja erledigt, ist derzeit noch in Umbauarbeiten. Wahrscheinlich, bis dies hier raus ist, ist sie schon lange wieder da. Toller, schöner, alles besser. Aber jetzt derzeit ist der Stand halt noch nicht so und, ja. Nein. Danke. Puh. Ja, der Witz mit dem Link. Runter? Ey, ohne Scheiß, was soll das? Wieso kann ich nicht nach unten drücken? Was soll das? Ganz ruhig. Ich mach das mit dem Analogstick. Ganz ruhig. Ja, warum machst du es denn nicht die ganze Zeit mit dem Analogstick? Ganz einfach, ich bin daran gewöhnt, mir Steuerkreuz zu machen. Du meinst das D-Pad, womit du jetzt arbeitest. Das nennt man nämlich so, digital. Oh. Das andere ist analog, womit du die ganze Zeit spielst. Yay, wir haben einen Spiegel und, Muschel. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich hatte auch so noch eine extra Taste an meinem Ding an. Ja, ist in Ordnung. Hallo, wie oft soll ich noch sagen? Geh weg. Ende. So, wir werden jetzt die Muschel nicht abgeben, das machen wir nachher offscreen, aber den Spiegel werden wir jetzt abgeben. Spiegel jetzt bei dem Kerl oder hier? Bei dem Kerl. Okay. Der hat ja selber gesagt, hey, schau doch mal in den Spiegel. Nee, nein. Aber fast. Also ja. Doch hoch. Ja, klar. Ui. Ja. Ich hasse die Steuerung mit diesem Turbo und möchte gern Kokosnussboot. Das brauchen wir aber nur später für die geheime Welt. Jetzt bin ich wieder dran. Yeah. Ich muss schrecklich aussehen, aber warum grübel ich? Wenn es doch eh. Ein Spiegel, darf ich ihn mir vielleicht ausleihen? Nein, klar! Na klar. Vielen Dank, Jungs. Und nein, ich sehe schrecklich aus. Der Schraubenschlüssel sei dein. Nette Geste meinerseits. Jo, den Schraubenschlüssel brauchen wir gleich. Hab ich geraten, Jörg. Ja. Jetzt können wir in die Welt gehen. Wow. Also Leute, jetzt kommt der Gipfelgrat! Und da haben wir das summende Sperrfeuer als erstes. Du heilige Mutter, ey. Du kannst dir schon denken, warum wir den Schraubenschlüssel brauchen? Eventuell? Ich will's ja nicht wissen. Ja, wir dürfen Kifferpapagei wieder nehmen. Nein. Doch. Aber irgendwie. Oh, er fliegt schneller. Pass auf, du hast nichts zum Spucken, aber du hast Fässer da stehen. Ha, komm. Pack es dir. Machst du links den Vogel auch noch kaputt? Da ist ein K drin. Ah, okay, kein Ding. Meine ich zumindest. Ja, oder eine Münze, die ist genauso gut wie ein K. Ey, ich will das ja aber haben. Jo, als gäbe es mir. Wäre auch besser. Oh, ich kann mich gar nicht dran. Was ist das denn? Das sind neue, die kannst du nicht zerstören. Oh toll, sind das irgendwie Kriegsenten oder was ist das? Das sind Hubschrauber-Kongos. Krokos, keine Ahnung. Den hier töten. Ja klar. Wir wollen doch das K. Und da unten war eine einzelne Banane, das weist doch schon auf was hin. Nämlich ein Fass. Das wir natürlich mitnehmen wollen. Wir sind Fässer geil. Und der ist Bananengeil. Ja, ich sowieso. Hallo, wir haben fast.
Was ist das denn? Ja, hier muss man jetzt Geschick beweisen. Ah, also habe ich schon hoffentlich was verloren, ja? Willst du mir das damit sagen? Nur minimal. Ach, also ja. Nur minimal, habe ich gesagt. Moment, jetzt muss ich hier mal gucken. So. Ja, genau, nimm das scheiß Fass wieder auf. Hier kann man zumindest mal den Papagei normal wieder steuern. Ja, eben. Das ist es ja. So, weg mit dir. Hello, kennt sich aus. Nur minimal. Hier würden wir eigentlich aus dem Bonuslevel rauskommen. Das haben wir aber nicht mitgenommen. Hast du das Spiel schon irgendwie nochmal im Insgeheim irgendwie durchgespielt? Ich hatte zwar, bevor wir die Aufnahme angefangen haben, mir das Spiel nochmal angeguckt. Aber nur die erste Welt und die zweite. Das war's. Und die dritte. Mhm. Und die vierte. Seit der zweiten hatte ich keine Lust mehr gehabt. Weil zu zweit ist es einfach cooler. Auf jeden Fall. Ach ja. Ja, genau. Sei du mal müde. Natürlich in meiner Aufnahme. Du kriegst immer die scheiß Welten und ich krieg den müden Co-Sprecher. Eines Tages. Wirst du Skill haben? Das hast du ja jetzt gesagt. Alle haben sich's gedacht. Leute, wenn ihr euch das gedacht habt, dann schreibt es in den Kommentaren. Ist eigentlich bekloppt. Ich find's schön. Aber hey, man hört es vielleicht zwischendurch. Ich mache auch mit meinem Headset, mit meinem Gamepad immer die Bewegung mit, die Kampf wieder auch macht. Ey! Das ist seelische Unterstützung. Nein, es ist seelische Unterstützung, die ich mache. Okay, jetzt wäre ich wieder ganz woanders gewesen, aber egal. Nicht ärgern, Kampi. Ich bin ziemlich jähzornig. Ich sehe mich schon, wenn ich 80 bin, in so einem Altersheim. So. Ja, du bist der jähzornige alte Opa. Ja, genau das. Da sehen dich, glaube ich, sogar viele. Hallo. Wobei, im Altersheim dich in Altersheim... Oh mein Gott. Langhaariger, grauhaariger Affe im Altersheim. Man, leck mich doch. Du kannst auch oben rechts lang, da ist ein Bonuslevel. Ach nee, du. Nee, du? Okay. Kommt ja nochmal nach oben. Ja klar, der Weg nach unten ist nur so weit. Du könntest da auch rechts runter. Echt? Kann ich das? Für Bananen und hier wären wir auch aus dem Bonuslevel rausgekommen. Toll. Den musst du hinterher, aber erst gleich. Jetzt. Ja, fast. Genau so. Immerhin, ich bin schon mal weitergekommen. Mhm. Ja, Leute, schreibt euch in den Kommentaren. Kampi ist fail. Ja, mach das ruhig. Ja, hey. Das wissen wir schon alle. Boston müsst ihr nicht schreiben, Leute. Okay, hätte sein können, dass da oben was ist. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann werde ich dich dazu zwingen. Let's pawn together oder sowas. Warum? Weiß ich nicht. Warum sollte ich dies mit dir tun? Machen wir eine Kamera an und dann spielen wir Poker. Hab ich schon mal gemacht. Also zwar nicht mit Kamera, aber Poker. Ich weiß, habe ich auch schon gesehen. Aber du bist nicht der Einzige, der pokern kann. Ja, du siehst ja, du hast ja meine Taktik gesehen, ne? Nö, ich weiß nur, dass du es gemacht hast. Lass mich ran, deine Taktik war einfach all in gehen und drauf warten. Dass genau, zum Teil. Kampi, hat sie jetzt die Sprache verschlagen? Nee. Mir geht's super. Ey. Ach, verdammt! Muss ich da hoch? Für Fass. Bitte? Nein. Hallo, ey, ich hab nach rechts gedrückt, da leck mich doch am Arsch. Ist doch nicht weiter schlimm, Kampi. Ist doch alles gut. Wir sind hier im summenden Sperrfeuergebiet, irgendwas. Ich hab's jetzt nicht zu Ende lesen können. Warum? Wo hat mich da jetzt irgendwas erwischt? Ja, da rechts runterschmeißen. Denn da links würdest du mit dem Fass nicht durchkommen. Gehen wir trotzdem nochmal hoch. Na komm. Du bist ein Arsch. Toller Vogel. Boah, ich muss mich echt zurückhalten. Konka ist nicht gut für mich. Ja, aber ich bin gut für dich. Denn dadurch hältst du dich zurück. Das finde ich auch gut. Ja, ich mach das ja auch. Bist ein bisschen wie Manu.
Manu hält sich nämlich auch zurück, wenn er mit mir spielt.